SBB nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Konkurrenzkampf gegenüber der Straße und später auch der Luft hat die Schiene mehrere Wettbewerbsnachteile, deren Ursachen in der Geschichte zu finden sind. Die beiden Weltkriege führen zur Nationalisierung der Eisenbahn und ihrer Standards. Trotz Anstrengungen zur internationalen Abstimmung und zur Zusammenarbeit zwischen den Bahnen bleiben an den Grenzen bis heute große Hindernisse bestehen. Im Zweiten Weltkrieg beschließt der Bund ein Entschuldungsprogramm für die Bahnen. Neben der Schuldenlast aus der Gründerzeit belasten Gratisdienstleistungen für Post und Militär die Rechnung. Doch die Entschuldung ist mit Investitionsbeschränkungen verbunden, was die Erneuerungen der Eisenbahnen hemmt. Erst 1962 werden die Investitionsbeschränkungen aufgehoben. Die Auslegung der Infrastrukturen auf den motorisierten Individualverkehr mit Straßen- und Autobahnbau in den 1950er und 1960er Jahren stärkt das Auto und schwächt die Eisenbahn. Einschneidend ist auch die Eröffnung des Gotthardstraßentunnels 1980.